beim Happy Glow Yoga, Potsdams ersten Yoga unter Schwarzlicht. Trend oder Flop? Das finden wir heute heraus. Also mein erster Eindruck ist, es ist bunt und dunkel und ich bin es eher gewohnt, im hellen Sport zu machen. Hier ist es eher gemütlich. Der gesamte Lindenpark wirkt wie ein 80er-Jahre-Treff. Viele haben ihr Outfit speziell für diesen Abend zusammengestellt. Wir haben versucht, noch Sachen zu Hause zu finden, die vielleicht, so wenn man sich an früher erinnert, vielleicht auch im Schwarzlicht so ein bisschen funkeln könnten, leuchten könnten. Hier sind fast nur Mädels, aber ich habe auch einen Jungen entdeckt. Sag mal, bist du freiwillig hier oder hast du ihn mitgeschleppt? Nein, ich bin freiwillig hier. Warum? Was erwartest du vom Abend? Yoga und Leuchten. Und damit der Glow-Effekt noch größer ist, verwandeln diese Mädels jeden mit Bodypainting-Farbe in Indianerin. Sieht mega cool aus. Sehr gut. Ja, also momentan fühlt es sich eher nach Festival als nach Sport und Yoga an, aber es ist super. In Potsdam findet das Happy Glow Yoga zum ersten Mal statt und ist gleich ausverkauft. Über 120 Leute wollen trotz des stolzen Preises von 30 Euro mitmachen. Jeder bringt seine eigene Yogamatte mit. Gleich geht's los und ich bin mega aufgeregt. Mal gucken, wie es wird. Kommt erstmal ganz bewusst auf eure Matte an und schließt die Augen. Einmal Schultern kreisen, einatmen, bis nach oben zu den Ohren, ausatmen, nach hinten, unten tief. Das sind Anna und Sandra, unsere Yoga-Lehrerinnen für die nächsten 90 Minuten. Sie unterrichten Vinyasa Flow Yoga. Unglaublich entspannt. Über den Kontakt deiner Handflächen nimm bewusst Kontakt zu dir selbst auf. Schließe deine Augen. Vinyasa Flow ist ein sehr dynamischer Yoga-Stil, der Atem und Bewegung verbindet. Die Abläufe sind halt immer hintereinander fließend und nicht statisch haltend. Also anders wie vielleicht bei anderen Yoga-Stilen, wo man lange in einer Position ist, geht es hier relativ fließend über in die nächste Haltung. Der Hund, das Kind, das Kamel. Wir führen typische Yoga-Figuren zu Elektrobeats von Soundkünstler Mesut aus. Die Arme über die Seite diesmal, Handflächen zusammen. Und dann mit der Ausatmung bringt die rechte Hand Richtung Ferse. Der andere Arm streckt Richtung Himmel. Einatmen, wieder zusammenbringen. Also ich dachte, das wäre so ein bisschen Om und Atmen, aber das ist ganz schön anstrengend, eher wie Fitnessstudio. Und zwischendurch erinnert es irgendwie auch an eine riesengroße Party. Pop-Up-Yoga eben, aber total cool. Licht, Musik, Yoga, alles zusammen setzt Hunderte von Glücksgefühlen frei. Wieder auf die Füße. Wie hat dir denn das Vinyasa Flow Yoga hier im Dunkeln gefallen? Wunderbar war das mit dem Glow und das Strahlen. Das überträgt sich schon. War ganz toll. Sieht man auch, du strahlst im Gesicht. Ich fand es unheimlich inspirierend, das jetzt mal zu machen. Vor allem eine ganz neue Erfahrung. Ich habe schon relativ viel Yoga gemacht und habe halt relativ häufig auch Augen zu. Aber heute war es halt besonders schön, mal Augen aufzumachen, zu sehen, wie die Farben einfach leuchten, wie alle wirklich so dahin schweben. Mir hat es richtig gut gefallen. Total super. Die beiden haben es auch ganz super gemacht und auch toll erklärt. Und ich fand es auch gut, dass sie immer zwei Variationen gezeigt haben. Einmal die etwas schwerere und einmal die für Anfänger. Also ich kann nicht aufhören zu grinsen. Das löst irgendwas ganz tief in dir drin aus. Dieses Gefühl, mit über 100 Menschen genau die gleiche Übung zu machen. Und dann guckt man sich um und alle leuchten, weil sie bemalt sind. Das ist kein normales Yoga, das ist irgendwie was Besonderes. Das ist wirklich toll.